Mit einem Montagethema lassen sich klassische Bild-in-Bild-Effekte erzielen und ich zeige Ihnen in dieser Videoanleitung, wie dies funktioniert. Und zwar wechsle ich jetzt in der Bibliothek in die kreativen Bausteine die Montagethemen. Wenn Sie weiter nach unten fahren, dann haben Sie unterschiedliche Vorlagen, also von Montagethemen, die zum Beispiel mehrere Videosequenzen gleichzeitig darstellen können. Zum Beispiel so etwas, wo Videos ein Drittel davon angezeigt werden, dann unterschiedlich ein- und ausblenden. Oder zum Beispiel so etwas, wo zwei Videosequenzen dann auch noch leicht zusätzlich animiert sind. Das geht noch weiter und zwar so weit bis zum Beispiel eine ganze Videowand. Ich zeige Ihnen einmal die Bild-in-Bild-Funktion jetzt, zum Beispiel mit diesem Montagethema. Das ist eins, das sich nicht groß bewegt, sondern das ist einfach ein statisches Bild-in-Bild. Ich ziehe dieses Montagethema auf die Timeline und doppelklicke es mit der linken Maustaste, genau gleich wie alle anderen Montagethemen funktionieren. Wechsle zu meinen Videosequenzen und wähle nun aus der Bibliothek eine Videosequenz aus und füge jetzt zum Beispiel dieses Video als ersten Platzhalter ein und dieses Video vielleicht als zweiten. Sie sehen nun, wenn ich das abspiele, dass sich diese beiden Videos da bewegen, aber im Prinzip statisch bleiben, wo sie sind. Mit OK kann ich das Montagethema wieder schließen und ich sehe jetzt diese Videos Bild in Bild, aber auf schwarzem Hintergrund. Wenn ich das abspiele, das gleiche Resultat wie vorher. Schwarz bedeutet aber auch Transparenz und ich kann jetzt dieses Montagethema eine Spur nach oben über diese bestehenden Fotos legen. Wenn ich jetzt an diese Position scrubbe oder meine Playline positioniere, dann sehen Sie, wie diese Bild-in-Bild-Situation da direkt über meinen Fotos zu sehen ist. Ich spiele das einmal ab. Im Hintergrund sind Standbilder, also Fotos, und im Vordergrund diese Bild-in-Bild-Situation. Mit einem Doppelklick können Sie das Montagethema wieder öffnen und dieses Montagethema zum Beispiel bietet Parameter an, mit denen ich zum Beispiel die Position des ersten Videos verändern kann, die Position des zweiten, die Größe, Weichheitsgrad und auch die Ecken. Also das heißt, ziehen Sie einfach an diesem Schieberegler, um zum Beispiel dieses Video da in diesem Montagethema neu zu platzieren oder vielleicht auch sogar zu skalieren. Die haben sich vorher überlappt, also die waren übereinander. Und wenn ich das jetzt ein wenig verändere, da die Größe und die Position, dann kann ich das entsprechend einstellen. Zusätzlich den Weichheitsgrad dieses Randes, allzu viel ist nicht gut, aber vielleicht ein wenig, sieht gar nicht so schlecht aus. Ganz wenig. Mit der Eckfunktion können Sie die Ecken noch abrunden, also die Ecken etwas verändern. Entweder mit 0 ausschalten oder dann ein wenig abrunden zum Beispiel. In dem Moment, wo Sie zufrieden sind mit Ihren Einstellungen, klicken Sie auf OK und Sie haben dann das Montagethema auf der Timeline verfügbar. Und Sie sehen jetzt, wie ich diese Videosequenzen anders in der Timeline oder im Montagethema platziert habe. Diese Einstellungen sind nicht für alle Montagethemen verfügbar. Also es gibt solche, die haben diese Einstellungen und es gibt solche, wo gar nichts oder nur sehr wenig eingestellt werden kann. Am besten, Sie probieren die einzelnen Themen einmal aus und schauen, ob Ihnen die gefallen und wie Sie die gerne einsetzen möchten.